Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge Plänkurser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, es ist eine ganz besondere Folge, denn Planet Coaster wird sage und schreibe ein Jahr alt. Eigentlich ein Jahr und eine Woche, aber ist egal. Zum Einjährigen spendieren die uns ein Update, das sich gewaschen hat. Ohne Mist, 2,3 GB ist das groß und es beinhaltet so viel, wirklich so viele Änderungen, so viel wurde hinzugefügt, so viele Neuerungen, so viele Fixes und was weiß ich nicht alles. Und wir beide versuchen gemeinsam, das alles zu erkunden und herauszufinden, was da gemacht wurde. Weil ich habe noch keinen deutschen Changelog. Das heißt, wir improvisieren so ein bisschen. Mein Englisch ist ja nicht so gut. Und ich habe den englischen Changelog hier geöffnet. Dann habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, was auf der Startseite kam bezüglich des Updates und was da alles hinzugefügt wurde und. Und das heißt, wir beide werden gemeinsam dann herausfinden, was das alles beinhaltet, dieses Monster-Update. So, auf jeden Fall, erstes Update oder beziehungsweise erste Neuerung fällt direkt auf. Und zwar, warte, ich klicke mal ganz kurz hier auf Facecam, dann schiebe ich mich mal ganz kurz rüber. Und jetzt achte mal, das sieht komplett anders aus, oder? Ausgewähltes Teilstück, das wurde vorher nie angezeigt. Da war einfach nur 3526 Objekte, mehr wurde da nicht angezeigt. Geil, Gebäude mit ausgewähltem Teilstück bearbeiten. Okay, oder hier. Das ist ja jetzt kurios. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich habe früher mal hier drauf geklickt. Ich versuche jetzt einfach mal, ist neu. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf. Ach so, das geht direkt. Ah, der geht direkt da rein. Das ist geil. Aber bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich einmal Danke sagen an 2090 Abonnenten. Vielen Dank. Wir sind mittlerweile über 2090 gewachsen. Und das ändere ich natürlich instant. Hast du gesehen? War total schwer. Ich habe zwei Lampen entfernt. Und so, geil. Also dieses Update ist schon mal richtig geil, weil Wand aus, also dass mir das angezeigt wird, dass das Teilstück und dass das direkt ausgewählt ist. Sonst musstest du nämlich immer hier draufklicken, dann nochmal da draufklicken und. Und das so, ja, so erleichtert das schon mal ein bisschen die Arbeit. Bei, wenn du das mehrmals am Tag machst, weißt du, wovon ich das rede, ne? Wenn du das nur einmal oder zweimal am Tag machst, dann braucht man nicht unbedingt dieses Update, aber das erleichtert schon echt das Leben. Ich gehe mal wieder rüber auf meine gewohnte Position. Ich fühlte mich so ein bisschen unwohl da in der Mitte. So, dann gucken wir mal natürlich in der Parkverwaltung, weil wir müssen garantiert was erforschen. Das ist ja immer üblich. Ich möchte wohl noch sagen, es ist mittlerweile 3.18 Uhr nachts. Nachts. Ja, ich kam von der Arbeit, weil das Update erst kurz vor der Arbeit erschien. Dann habe ich das noch schnell runtergeladen. Aber ich bin froh, dass ich das nicht direkt getestet habe, weil ich hatte gelesen, dass manche Probleme hatten, das Spiel zu starten oder beziehungsweise ist das abgekackt. Das hatte ich ja das gleiche Problem in der letzten, beim letzten Update auch. Ne? Da haben die dann aber einen Bugfix hinterher geschickt, innerhalb von, ich sag mal, 2-3 Stunden oder so. Und das muss diesmal auch gewesen sein, weil ich hatte nämlich jetzt ein Update und ja, es läuft einwandfrei, also alles tutti frutti. Ich drücke mal auf Play, damit hier auf sich was bewegt. Und wir können was erforschen. Und zwar Fahrgeschäfte. Wir kommen zu den Fahrgeschäften. Es gibt zwei neue Jahrmarktattraktionen, habe ich mir aufgeschrieben. Dann ein klappriges Fahrgeschäft, was auch immer das bedeutet. Das stand in diesem Startscreen. Und dann eine Wasserbahn, da freue ich mich drauf. Und ein neuer Typ Achterbahn. Apropos Achterbahn. Angeblich, das testen wir jetzt gleich mal, sollen die Achterbahn-Waggons ausgetauscht werden. Das heißt, wir können da in dieser Bahn andere Waggons hinsetzen. Das werden wir gleich mal ausprobieren beim WOD-Ride. Aber ich drücke jetzt erstmal hier auf Erforschen. Und zwar Achterbahn. Ist ein Wasserfahrgeschäft? Ist es ein Wasserfahrgeschäft oder ist es nicht? Das erklärt sich nach der Erforschung. So, klicken wir mal an. Erforschen wir natürlich. Maximal sind 3000. Investieren wir sofort, weil ne, können wir uns leisten. So. Dann haben wir hier Fahrgeschäft, Familienfahrgeschäft. Bedeckt halten. Okay, was auch immer. So, da machen wir natürlich auch Maximum. Dann Forschung starten. Und dann haben wir... Ey, wir haben sogar zwei neue Achterbahnen. Da stand aber nur eine. Da stand eine Wasserachterbahn, die ist hier. Und jetzt stehen da zwei Achterbahnen. Ein Überraschungsupdate? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall gucken wir mal weiter. Ich gucke mal auch so auf die englische Seite, ne, im Steam. Und da steht Stuff Building, genau. Und zwar, da freue ich mich so ein bisschen drauf. Oder da freue ich mich richtig drauf, weil die Mitarbeiter, ist das ein Mitarbeiter? Du bist doch eine Verkäuferin, oder? Entschuldigung, was machen Sie hier draußen? Vor dem Update haben Sie permanent hinter der Kasse gelungert und jetzt laufen Sie frei durchs Gelände und freuen sich. Sehr schön. Weitermachen. So, auf jeden Fall
laufen die mittlerweile hier durch und ich soll denen auch irgendwie so ein Gebilde hinsetzen, wo die sich ausruhen können. Werden wir alles erkunden. Werden wir jetzt alles erkunden, wahrscheinlich unter Läden und Servicegebäude angepasst. Und dann gucken wir mal, ob wir das da irgendwo finden, dieses Stuff-Gebäude. Sieht irgendwas hier, Personalgebäude, da ist es doch schon. Habe ich direkt gefunden. Instant, ja, geil. So, und das heißt, hier drin können die sich dann ausruhen, oder was? Okay, also, die können sich, die können sich in einem Darkroom ausruhen. Verstehst du? Ja. Ja, wie soll man das jetzt kinderfreundlich erklären? Der Darkroom ist ein Raum, wo die Lampen kaputt sind. Ja, und da kriegt man ganz viel Ruhe. So, auf jeden Fall, ich habe jetzt gedacht, das ist total pompös, ganz groß und alles. Und dann ist das einfach nur so ein Viereck. Da habe ich mir jetzt mehr erhofft. Vielleicht findet man hier irgendwo was. Aber ich glaube, wir bauen uns ja das immer selber. Ist ja logisch. Ist ja sowas von logisch. Ist das hier? Piratenvilla-Eingang. Nein. Okay, wir bauen uns das selber. Wie funktioniert das Ganze denn? Angeblich sollen die Mitarbeiter, ne, die sollen dann hier rausgehen. Ich hatte ja einmal gefragt, wie kommen die denn da raus? Und dann hatte mir einer geschrieben, die machen Hechtsprung über die Ladentheke, ne? So wie beim Zirkeltraining in der Schule. Und da springst du auch über eine Ladentheke. So. Warte mal, ich habe hier einen Fehler gefunden. Der muss korrigiert werden. Warum ist da ein Baum drin? Was hat der da drin zu suchen? Ist das verschoben? Hat sich da was verschoben? Ich weiß es nicht. Oder hatte ich das noch nie gesehen? Auf jeden Fall, seit wann hängt denn hier ein Verbandskasten? Hing der da schon immer? Ich entdecke Planet Coaster komplett neu. Als wenn es ein ganz neues Spiel ist. Auf jeden Fall. Dann komme ich zurück zum Thema. Die Stuff-Gebäude. Ja, wie man die einsetzen alles, weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal zusammen erkunden. Weil wir bräuchten ja theoretisch, gedanklich gesehen, auch mal Mitarbeiter dann, ne? Wir müssten ja theoretisch einen Mitarbeiter mehr pro zwei Läden haben. Ungefähr. Ja. Jetzt hatte ich gelesen, dass die Mitarbeiter, auch Energieleisten haben. Ja, die haben Energieleisten, das heißt, die sind dann erschöpft oder je nachdem oder total begeistert oder was weiß ich. Ah, hier steht das sogar. Hier steht sogar, guck, Gloria Wildroon. Das war vorher auch noch nie. Okay, jetzt können wir Verkäufer auswählen oder Gebäude. Verkäufer auswählen, ich guck mal. Personalzufriedenheit, aha. Das war schon immer. Arbeitslast normal. Da oben steht nur bedienen Kunden, das ist ja jetzt egal. Experte, meine Arbeit macht mich so glücklich. Diese Stelle ist wie für mich geschaffen. Ja, sehr schön. Eine Kuh hinter einer Kuh. So, auf jeden Fall haben wir dann hier Geld. Ah, warte, ich gehe wieder rüber, sonst siehst du das ja nicht. So, wir haben hier wieder Geld. Arbeitsplan. Okay, Cosmic Cow. Der ist, glaube ich, neu mit dem Arbeitsplanmanager und alles. Da müssen wir dann uns mal so ein bisschen reinfuchsen. Und wir müssen auch gucken. Ich hatte gelesen, dass die Mitarbeiter in Streik gehen, wenn die zu wenig verdienen. Okay, meine Mitarbeiter im Bereich des Verkaufens sind eh permanent unzufrieden, warum auch immer. Und ich glaube, dass wir den einen oder anderen Streik dann erleben werden, aber ich denke mal jetzt nicht, sondern eher in naher Zukunft. Und dann haben wir hier Zeitverteilung in diesem Monat. Zeit, die mit dem Laufen zu Gebäuden verbracht wurde. Ach, Effektivität, sehr geil. Mit Ausruhen verbrachte Zeit, aha, im Dienst verbrachte Zeit, 100%, so, sehr gut, letzter Monat, diesen Monat, alles klar. Man kann diese Funktion übrigens ausschalten, hatte ich gelesen. Ja, warte mal, wir gucken mal ganz kurz, wo man die ausschaltet, wahrscheinlich unter Einstellung, weil das stand da wie bei den Sicherheitsmännern. Ja, dann gucken wir mal kurz, Steuerung, nein, Spiel, ja, da haben wir es. Nee, das ist das gar nicht. Ah, hier. Personalverwaltungsfunktion. Personalverwaltungsfunktion aktivieren. Manche Szenarien setzen diese Funktion voraus und überschreiben diese Einstellung. Das Verändern dieser Einstellung schaltet nicht nur das Energiesystem für Personal ein oder aus, sondern ändert auch die Werte für das Einstellen von Personal und die Gehaltsanforderung. Aha, deswegen hatte ich jetzt noch keine Energieleiste da gesehen. Schienenbeschränkung deaktivieren? Nö. Und dann haben wir hier noch zusätzlich austauschbare Achterbahnwagen zulassen. Ermöglicht den Austausch einiger Achterbahnwagen, selbst wenn sie anderen Schienen nutzen.
kannst du visuellen Clipping und einer Standardeinstellung verschiedenen Audio führen. Aha. Klicken wir mal an. Brauchen wir natürlich. Reibungseinstellungen hatte ich mal deaktiviert. So, jetzt klicken wir nochmal die gute Gloria an. So, und da sehen wir, aha, Energie. Sehr schön. Das habe ich schon mal herausgefunden. Ding, ich habe schon mal was gefunden. Und hier haben wir zum Beispiel, gucken wir mal kurz. Oh, ist schon ein bisschen älter, aber ist noch im Rahmen. Dann haben wir hier, okay, Energie. Ist ja auch gerade erst gestartet, ne? Die sind jetzt alle hoch motiviert, weil das Update kam. Ich habe übrigens, ich möchte das kurz erwähnen, vor dem Update eine Personalversammlung einberufen und habe mit den Mitarbeitern gesprochen. Ich habe gesagt, nach dem Update ändert sich was. Aber ihr müsst mir bitte was unterschreiben, was sie nicht wussten. Es war eine Klausel, dass die nicht streiken, dass die nicht streiken dürfen. Und habe gesagt, das ist ein Formularblatt, dass ihr an diesem Update dran teilnehmt. Ich habe die so ein bisschen in das Licht geführt. Ja, ich bin ein Scheißchef. Ja, ich gebe zu. So, was haben wir hier? Was stand da jetzt? Benachrichtigung, zufällige Liste, bla bla bla. Du hast keine Personalgemeinde. Deine müssen gelegentlich Pausen einlegen, sonst hören sie auf zu arbeiten. Alles klar. Wir brauchen Personalgebäude. Ah, ist automatisch ausgewählt. Sehr schön. So, diese Klötze, ich weiß noch nicht, wo wir die hinsetzen. Wir müssen die ja effektiv verteilen, ne? Die dürfen nicht zu lange zu den Pausenräumen laufen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viele von diesen vier Ecken hier hinsetzen. Das heißt, wir setzen jetzt einen hier. Ich glaube, in jeden Themenbereich setzen wir eine hin. Ich glaube, das ist am besten. Ja. So, wie machen wir? Ja. So ist eigentlich... Warte. So ist eigentlich perfekt, oder? Da müssen wir halt nur... Hoppala. Müssen wir halt nur diese Lampe wieder umsetzen. Setzen wir die mal direkt hier vor. So, und dann haben nämlich die Leute, die dann Pause machen gehen, eine Beleuchtung für den Darkroom. Sehr schön. Macht der Darkroom total Sinn. Wir werden auf jeden Fall von diesen Dingern in jedem Themenbereich einen hinsetzen müssen. Wir werden die auch dekorieren und alles. Wir werden die auch irgendwie in die Szenerie einarbeiten. Das werden wir aber dann, ich denke mal, mit der Zeit machen. Wir wollen ja jetzt erstmal alles gucken, was uns da so erwartet oder beziehungsweise was in dem Update alles drin ist. Ne? Und ich bin jetzt gerade bei Stuff Building. Möchte ich mal kurz anmerken. So, dann kam Szenerie-Editor oder Szenario-Editor. Ist für mich unrelevant oder beziehungsweise nicht so wichtig, weil ich ja eh in diesem Szenario spiele. Ne? Das Szenario Alpha-Karte. Szenario mein Park oder unser Park, eher gesagt. Deswegen, ich brauche das nicht. Dann, Underpaid Staff go on strike. Das ist das, was ich gesagt hatte. Die Leute gehen in Strike. Da gehen welche baden. Was war denn da los? Wo laufen die denn hin? Naja, okay. Auf jeden Fall gehen die in Strike und laufen dann hier mit irgendwelchen Schildern wahrscheinlich rum und sagen hier, ich streike. Irgendwie so Slogan, weißt du? Hunger ohne Brot, das ist Not. Wir brauchen mehr Geld, bis der Hund bellt. Irgendwie so Slogan stehen da wahrscheinlich drauf. So, dann haben wir Gäste. Ah, genau, diese Achterbahnänderungen, klar, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Dann haben wir das Wichtigste überhaupt, das Allerwichtigste überhaupt, Toilettenreinigung. Ne, Toiletten müssen jetzt gereinigt werden. Das ist ein elementar wichtiger Bestandteil eines führenden Freizeitparks. Ne? Saubere Toiletten, ist ja klar. Muss eingehalten werden, saubere Toiletten. Das heißt, Toilettenkontrollen werden hier eingeführt. Wenn ich irgendwo Toiletten habe, ich weiß gar nicht, wo habe ich denn hier Toiletten? Hier ist Erste Hilfe. Okay, Toiletten haben wir wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Die hatten wir... Pfui! Wo hatten wir hier Toiletten? Ich war schon ewig nicht mehr hier in diesem Themenbereich. Warte mal. Ich glaube, hier ist eine Toilette. Ne, da ist keine Toilette. Hier ist eine Toilette. Da ist eine Toilette drin. Dann gucken wir mal. Moment. So, Toilettenblock 4819. Und Sauberkeit. Hier. Sauberkeit. Das heißt, wie kriegen wir diese Toiletten denn jetzt sauber? Alter, minus 76.000 Dollar hat das. Ja, toll. Für alle Servicegebäude dieser Art denselben Preis. Das hatte ich jetzt noch nie gemacht. So, Sauberkeit. Wir müssen das Ding permanent säubern. Haben wir irgendwie die
Möglichkeit, Putzfrauen einzustellen oder Putzmänner. Personal. Ach, das ist neu. Das ist neu. Wir können jetzt Verkäufer einstellen. Normalerweise hast du ja immer einen Laden hingesetzt, dann war instant automatisch ein Verkäufer drin. Jetzt mittlerweile hast du Verkäufer, die du einstellen musst. Sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier auch mehrere Sachen jetzt. Wir haben hier Personalgebäude. Personalgebäude 2, Kapazität 3, monatliche Betriebskosten $325. Die wollen alle an unser Geld. Alle. Alle wollen an unser Geld. Unverschämtheit. Dann Arbeitspläne, das ist alt. Sicherheits... Alter, was ist das denn hier alles? Achte mal, das ist so komplex jetzt mittlerweile geworden. Hier wird die Energie uns angezeigt. Okay. Da werden wir uns noch was mit beschäftigen müssen. Techniker haben wir. Aber was ich geil finde, ist, dass jetzt die Gedanken hier angezeigt werden. Die Gedanken sehen frei. Wer kann das schon glauben? Na, na, na. Okay, dann haben wir hier verschiedene... Ach du Scheiße, da müssen wir uns echt... Entschuldigung. Ach du Kacke, da müssen wir uns echt mal reinarbeiten. Hausmeister, weil wir hatten ja immer ein Energie- oder ein Balken. Da wusste ich dann, aha, alle zufrieden. Jetzt müssen wir auf zwei Balken achten. Boah, okay. Es wird eine Herausforderung. Aber das ist das Spannende, wenn du mit Geld arbeitest, finde ich, wenn du mit Geld arbeitest, nicht so ein Sandkastenmodus und sag mal schnell, und halt alles aktiviert hast, ne? Dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, dass die Mitarbeiter Energie haben und so. Finde ich spannend, das Thema. Und deswegen, da werden wir uns noch eine Zeit mit beschäftigen können und müssen, weil die Mitarbeiter sollen ja zufrieden sein, genauso wie unsere Gäste. Gucken wir mal ganz kurz nach, wie unsere Gäste zurzeit gelaunt sind. Was steht denn hier so an? Dieser Müll ist widerlich. 7%. Nur 7%. Wir waren, glaube ich, noch nie unter 10%. Das heißt, das Update ist schon das beste Update aller Zeiten. Wir haben, glaube ich, noch nie unter 10% in den ganzen Folgen gelegen. Geil. Jetzt geht hoch. Schnell wegmachen, sonst fällt das auf. Okay. Warte mal. Wenn wir schon mal da waren, dann möchte ich mal ganz kurz hier gucken. Okay, alles in Ordnung. Okay. So, dann haben wir hier neue Rides. Ja, da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Weil wir müssen ja erstmal abwarten wegen Forschung. Ne, wir müssen ja jetzt eh erstmal forschen und das heißt, da müssen wir ein bisschen Zeit oder beziehungsweise ein bisschen Zeit aufbringen, ne, für diese Forschung. So, dann haben wir hier neue Szenerie, genau, dann haben wir, ach genau, neue Szenerie. Wir haben jetzt Picknickkörbe, ich bin mal gespannt, wo wir die haben. Warte mal, dann gucken wir mal unter Szenerie. Was ist das? 1-Meter-Barriere für Limbo. Die können jetzt hier Limbo tanzen, wie geil ist das denn? Hier, können da Limbo tanzen. Weichen die aus? Echt? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? 2 Meter Bordstein. Ey, das ist ja mega. Das ist geil. Das heißt, wenn wir einen Bereich absperren wollen, machen wir da einfach so eine Barriere hin. Das ist geil. Wir sind so im richtigen Freizeitpark. Wenn eine Parade oder so ist, ne, dann setzen die ja auch so Barrieren ein oder beziehungsweise so Absperrbänder, dass dann da keiner... jetzt bin ich gespannt. Die laufen auch nicht über den Bordstein. Dass die dann nicht in die Parade reinrennen. Sehr geil. Das ist ja schon mal mega. Aha. Okay, pass auf. Dann sortieren wir mal nach kürzlich erschienen. Ne, da haben wir ja gelernt. Und wir sehen, wow, es kamen sehr viele Updates. Sehr viele Sachen wurden implementiert. Adler-Ballonfigur, die ist aber schon uralt. Die ist aber schon Ewigkeiten drin. Ist hier denn geupdatet worden, oder was? Dann hier die Barrieren und die Bordsteine. Dann haben wir hier angepasster Picknick-Baldachin. Okay, ach so. Das ist, okay, da kann man die Picknicktische drunter setzen. Sehr geil. Ja, das ist ja geil. Genau, Herbstbäume. Herbstbäume wurden implementiert in dem Spiel. Finde ich persönlich sehr cool. Finde ich sehr cool. Verleiht dem ganzen Grün nochmal ein bisschen Farbe. Also ich finde das wirklich sehr geil, dass die da auch aufs Herbstliche reingehen. Die hatten nämlich schon mal Schneebäume oder Schneetannen eher gesagt. Und jetzt haben die auch Herbstbäume. Finde ich sehr geil. Finde ich wirklich sehr, sehr geil.
Und dafür kompletten Daumen hoch, eh für das kostenlose Update. Dann haben wir hier Festtags-Picknickschirm. Okay, den kannst du farblich anpassen. Da kannst du auch noch andere Sachen mitmachen. Zum Beispiel als Regenschirm von Mary Poppins benutzen, beispielsweise. Ne? Aber wir werden da uns auf jeden Fall noch mit austoben. Wir schauen uns das jetzt erstmal so ein bisschen alles an. Dann haben wir hier einen Festtags-Picknicktisch. Ja, ich würde den jetzt nicht ins Winterwunderland setzen, sondern ich sehe den vielmehr in so einem Kinderbereich. Ne? Da würde ich den eher sehen als im Winterwunderland. Dann haben wir hier ein Coin. Okay, Casinos werden auch irgendwann mal eingebunden hier in das Spiel, dass man mit diesen Coins dann mitspielen kann an Spielautomaten. Ja. Dann haben wir hier angepasste Flagge. Nee, das ist eh alt. Dann haben wir hier moderner Picknicktisch. Okay, aber die müssen auf... Okay, warum kann ich hier keinen Picknicktisch hinsetzen? Hier kann man die hinsetzen. Ah, die müssen auf den Weg. Okay, das heißt, der Weg muss dann breiter gemacht werden. Alles klar. Dann haben wir hier Märchen-Picknick-Baldachin. Ah, sieht cool aus, oder? Könnte man auch denken, dass das so das moderne Plumpsklo ist. Ne, da oben ist da so ein Herzchen. Ist halt ein Outdoor-Plumpsklo. So, dann haben wir hier Picknickbank. Okay, das ist eigentlich normale Sitzbank, aber finde ich süß. Finde ich süß gemacht. Da ist auch das Logo von dem Grafen drin. Sehr geil. Dann haben wir hier Märchen-Picknickbank, die zweite. Hallo? Da. Wobei ich das schon wieder fast nicht im Märchenthemenbereich sehe, sondern eher so fast im Gruselthemenbereich. Ich weiß nicht, das sieht so altmodisch aus und alles. Aber wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier Märchen-Tisch. Geil. Dann haben wir hier ein Märchen, noch einen Tisch. Das sieht echt geil aus. Weil ich muss mal kurz in unsere Test-Area. Unsere Test-Area war da. So, dann gehen wir mal da mal kurz hin und gucken mal. Ich baue da mal kurz einen großen Weg hin. Opala. Weg. Moment. So, Weg. Da machen wir uns mal hier. Haben wir einen neuen Weg? Nee, ne? Haben keinen neuen Weg. Okay. Warteschlange. Haben wir eine neue Warteschlange? Nein, haben wir nicht. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Weg. Dann Breite 10 Meter. Ist ja egal. So. Dann machen wir am Raster auswählen. Und dann machen wir uns mal hier kurz so eine Area. Und dann setze ich mal so ein paar Picknicktische dahin, dass wir uns die mal anschauen. So, haben wir jetzt gemacht. Guck mal, schön, ne? Oh, ist das herrlich. Oh mein Gott. So, und da setzen wir dann jetzt mal einen Picknicktisch drauf. Sehen echt cool aus, ne? Sehen halt aus wie normale Bänke und Bänke in groß. Und diese Bänke in groß sind halt Tische. Aber sieht echt gut aus. So, und dann kannst du hier so einen Baldachin drüber setzen. Und schwuppdiwupp hast du eine Picknick-Area. Sehr cool. Laufen die denn durch diesen Baldachin durch? Also durch die Gestänge? Also durch die Füße? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Warte mal. Komm mal her. Komm mal her. So, da wollte ich hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob die da durchlaufen. Ja, die glitschen da durch. Das ist blöd. Okay. Wie sieht das denn aus mit einem Picknicktisch? Laufen die da auch durch? Oder nutzt ihr das sogar? Ich weiß es ja nicht. Ey, ich habe hier einen Picknicktisch hingesetzt. Der ist einzigartig, der ist weltneu und du benutzt den nächsten. Läufst hier mit deiner obercoolen Sonnenbrille rum. Raus. Forschungsobjekt ist bereit. Alles klar, warte, gucken wir sofort. Wir gucken mal kurz, ob der Picknicktisch benutzt wird. Picknicktisch, jawoll, wird benutzt. Wie die auch einsteigen, ne? Guck mal. Der eine klettert so halb darüber, der eine springt. Also verschiedene Animationen. Sehr geil. Wirklich sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Auch wie die sich hinsetzen. So im Schneidersitz. Die eine ist dann so rückwärts da drauf gegangen. Finde ich sehr cool. Wird entfernt. Danke. So. Forschungsobjekte sind bereit. Alles klar. Gucken wir mal. So. Und jetzt geht's los. Wir haben freigeschaltet. Kaskade. Achterbahn. Das ist die Wasserbahn. Ne, kannst du vergleichen mit der aus, sag mal schnell, mit der aus Europapark. So, die nächste, was haben wir jetzt hier? Hops the Gaps. Was ist das denn für eine Achterbahn? Das sieht aber... Hat die Schienen? Hat die Räder?
Ich glaube, die hat ein Rad ab. So, auf jeden Fall haben wir hier noch einen freigeschaltet und das ist das Weißhorn. Familienfahrgeschäft. Okay. Und das nächste ist die Achterbahn. Die schalten wir natürlich auch noch frei. So, dann haben wir alles freigeschaltet. Sehr geil. So, meine Baupläne. Nee, warte, ich wollte hier nochmal kurz gucken. Moment. So. Und dann wollte ich nämlich hier in Szenerie reingehen und dann einmal die Picknick-Area testen. So, sieht echt schick aus, ne? Muss man schon sagen. Wobei ich den jetzt schon wieder wirklich mehr so, ja, im Gruselthemenbereich sehe. Hier wegen diesen Zeichen und alles. Also für den Grafen zum Beispiel. Boah, das wäre fett gewesen, wenn das schon gewesen wäre in der Gruselbahn. Aber, naja, was soll's. So, was haben wir hier? Picknickbank, neuartig wahrscheinlich, ne? Hallo? Ja. Die Picknickbank ist zum Beispiel ziemlich geil, wenn er einen fahren lässt. Ja, geht das Windchen direkt da unten durch. Zip, ist es weg. Dann staut sich das nicht so in der Hose. So, was haben wir hier? Dann haben wir einen Picknickschirm. Ist cool. Ist echt cool. Dann haben wir hier einen anderen Picknickschirm noch. So. Ach komm, jetzt setzen wir hier mal ein paar Sachen hin. Gucken wir mal so ein bisschen. Dafür haben wir ja unsere Test-Area. Dann... Hallo? Der Baum? Das Laubwerk sieht echt geil aus, oder? Muss man schon sagen. Also das Laubwerk sieht echt sensationell aus. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier so einen Picknicktisch. Der heißt Picknicktisch 1. Also grün. Kann man umfärben. So. Oha. Orange. Kann man die auch färben. Das ist gut. So, dann setzen wir hier einen hin. Viele finden die Fahrgeschäfte billig. Ja. Günstig, nicht billig, ja. Hier ist wieder dieser Pups-Picknicktisch, wo du einen fahren lassen kannst. Dann haben wir hier einen Baldachin für Piratenthemenbereich. Also sieht echt fett aus. Das brauchst du ja nicht unbedingt für ein Picknick-Area zu nutzen. Obwohl, das kannst du hier draufsetzen. Ne, dafür ist ja diese Aussparung da. Warte. Oh, das war unter der Welt. Hier ist ja diese Aussparung. Warte. Moment, ich fahre ein bisschen zu schnell. So, hier ist ja diese Aussparung extra für die Schirme und Baldachine. Und dann kannst du die nämlich so da reinsetzen, dann kannst du die reinsetzen, so, und dann sieht das schön aus. Ne? So muss das sein. Obwohl, das Ding kannst du eigentlich auch schon für andere Sachen nutzen. Was geil ist, dass die Flagge weht. Achte mal. Die bewegt sich im Wind. Sehr cool. Was ist denn, wenn der Wind von da kommt? Geht die Fahne dann hier hin? Ich weiß es nicht. So, was haben wir noch? Piraten-Picknicktisch. Oh, der ist geil. Der ist richtig fett. Aber den sehe ich jetzt auch wieder so ein bisschen mehr im Kinderthemenbereich, ne? Für die Jungs. Das andere für die Mädchen. Sagen wir das hier für die Mädchen. Und das hier dann eher für die Jungs. Also im richtigen Piratenthemenbereich sehe ich das nicht. Aber die Bank. Die finde ich sensationell. Die finde ich sehr geil. Ich setze das jetzt einfach so dahin. So. Dann haben wir hier noch mehr Bäume. Okay. Gucken wir uns nochmal so einen Baum an. Was ich auch geil finde, dass da unterschiedliche Farben drin sind. Ne? Du hast nicht nur Orange oder nur Rot, sondern du hast hier so ein Dunkelorange, ein Gelb. Du hast hier Rot. Dann so leichtes Grün. Also richtig geil umgesetzt. Also ganz ehrlich. Und riesig ist der. Riesig. So. Was haben wir hier noch? Runder Picknicktisch. Cool. Science Fiction. Baldachin. Dann haben wir hier Science Fiction Picknickbank. Ja. Dann haben wir hier so einen Picknicktisch dafür. So, dann haben wir hier Westernbank. Okay, Western Baldachin. Gucken, wie das aussieht. Kannst du auch eigentlich als Zelt nutzen, ne? So als Flachzelt. Wenn du das so hinsetzt. Das ist ein Flachzelt. Ja. Finde ich irgendwie cool. Also ganz ehrlich, ich bin bis jetzt total begeistert von dem Update. So, was haben wir hier? Western Picknickbank. Jawoll. Das ist auch fett, ne? Das ist echt fett mit den Bäumen da drunter. Also gefällt mir schon mal sehr gut. Gefällt mir alles sehr gut. So, haben wir neue Gebäude? Haben wir hier irgendwas Neues? Weitere Filter? Nee, Quatsch. Kürzlich erschienen. So, was haben wir denn da? Nasi-Hut. Ne, ist nichts Neues bei, ne? Märchenbaldachin. Doch, das ist neu. Ach, das ist wieder nicht so ordentlich sortiert hier. Ne, das ist nicht neu. Das ist alt.
Das ist alt. Märchenbaldachin? Nee, es ist alt. Nee. Okay, gucken wir mal weiter in der Liste. Ach so, ja, genau, die Attraktion. Ich wollte ja die Attraktion gucken. Baupläne. Nee, Schienenfahrgeschäfte. So, da haben wir angepasst. Und da hatten wir jetzt zwei neue Attraktionen. Und zwar müssen wir auf Fahrgeschäfte klicken, nicht auf Schienenfahrgeschäfte. Und da haben wir... da haben wir dann... Moment, kürzlich erschienen. So. Und da haben wir dann Weißhorn. Was ist das denn für eine Attraktion? Aha. Aha. Ah, wie heißt die nochmal? Musikexpress. Also ich kenne die auf der Kirmes unter Musikexpress. Boah, ich gucke mir die jetzt an. Ich muss das gucken, testen. So, wir haben natürlich unsere Standardfahrgäste wieder dabei. Bin ich mal gespannt. Gönnen wir uns einfach, oder? Ist das ein Steuerrad? Kann ich damit lenken oder so? So wie im Europapark die, oh, wie hieß die nochmal? Wo du dann die Gondeln hin und her fahren kannst. Ich glaube, das ist das, ne? Wo du dann hier so die Lenkung übernehmen kannst. Dass du so ein bisschen ausscherst und dann nach links und nach rechts und so. Ich glaube, das ist ein Steuerrad. Aber warum ist das an dem anderen Ding festgemacht? Das ist blöd. Das ist aber mies gemacht. Ach, ist kein Steuerrad. Das ist ja geil. Ist, wenn es regnet. Das hat Regensensoren. Und wenn es anfängt zu regnen, geht das verdeckt zu. Aber voll geil. Du hast trotzdem das Feeling, dass du im Kreis fährst. Das ist ja geil. Vor allem hier unten siehst du auch so ein bisschen noch, wie sich der Boden bewegt. Das ist ja geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie sieht das denn von außen aus? Wie so eine Raupe. So eine Endlosraupe. Raupe Nimmernsatt nennen wir das Ding einfach. Das sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Wie sieht das denn bei Nacht aus? Das gucken wir natürlich auch noch. So, 22 Uhr. Hallo. So. Ja, Kirmes-like, ne? Kirmes-like ist ja klar. Aber sieht echt geil aus. Ganz ehrlich. Gefällt mir. Warte. So. Und dann hatten wir noch Fahrgeschäfte. Monte Leone. Vom Monte Leone natürlich. Wer kennt es nicht? Ich. Ist auch eine... Ist auch ein Musikexpress? Okay. Ah, das ist das gleiche eigentlich wie das eine, nur ohne Gestell, wenn ich das richtig sehe. Richtig? Richtig. Das ist dasselbe. Das sind genau die gleichen. Wir verkaufen uns hier zwei Fahrgeschäfte als eins. Aha. So macht man das heute, ja? Warte mal, Achterbahn, dann gucken wir mal ganz kurz. Warte. Watercoaster, da ist sie doch. Watercoaster. Die haben wir jetzt auf jeden Fall frei, oder beziehungsweise den haben wir jetzt, das ist sehr geil. Damit könnte man zum Beispiel, ja, was könnte man damit bauen? Für welchen Themenbereich wäre der gut? Für einen Piratenthemenbereich, ne? Für einen Piratenthema. Obwohl wir da gut gestellt sind mit der Black Pearl. Dann würde ich sagen, so ein Dschungelthema. Im Dschungelthema wäre der richtig fett. Ich glaube, für ein Dschungelthema, ne? Und dann in Kombination mit der Rafting-Anlage, ich glaube, das sähe richtig fett aus. Ich glaube schon, ja. So, warte, dann machen wir mal hier kurz wieder auf 10 Uhr. Und dann gucken wir mal weiter. Dann wurden hier ein paar Sachen gefixt, ja klar. Ne. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Herbstbäume, Attraktionen, Personal, Toilettenreinigen, Achterbahn. Ich glaube, wir haben alles durch. Ja, ein paar Fixes wurden gemacht. Ist ja klar, ne? Aber ist Hammer, oder? Edit 2, ach so, genau. Man kann irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den Shops noch mehr einstellen jetzt. Okay, warte mal. Ich wollte mal ganz kurz was gucken. Ist ja jetzt ein bisschen Zeit verstrichen. Ist das schon genutzt worden? Aktuelle Kapazität 3. Anzahl der sich ausruhenden Mitarbeiter 3. Da drin sind Tanisha, Melissa, Marcella. Alles Frauen. Okay. Okay. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall... Da müssen wir auf jeden Fall unser Auge drauf werfen. Also auf die Mitarbeiter. Dass wir da irgendwie permanent
Ruheräume schaffen oder überall Ruheräume. Da müssen wir uns einen Schlachtplan zurechtlegen. Ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Folge, dass wir überall dann diese Ruheräume hinsetzen, dass wir dann ja eventuell schon welche mit irgendwo integrieren, einfach damit die sich auch ausruhen können und nicht so weite Wege haben bis zum Ausruhen. Das müssen wir machen. Dann, ja, wir haben sehr viel vor in den nächsten Folgen. Ich glaube, der WOD-Ride verschiebt sich noch ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm, der rennt ja nicht weg. Sieht ja auch sensationell aus. So, was haben wir denn noch so hier? Gucken wir mal ein bisschen noch rum. Übersicht, da hat sich nichts getan, ist ja alles gleich, Finanzen ist gleich, Forschung wird ja gerade geforscht. Dann haben wir Marketing, das ist auch nichts Neues. Dann haben wir hier Mitarbeiter, Gäste. Ich bin überrascht, dass es in diesem Park keine Souvenirläden gibt. Ja, aber wir sind wieder über 12%. Ja, aber wenn ich Souvenirläden mache, gehen die pleite. Deswegen habe ich keine. Bringt hier nichts in dem Park irgendwie. Die wollen keine, warum auch immer. Also ganz ehrlich, das Update ist mega, finde ich. Ganz ehrlich, das ist dafür, dass gratis ist, ist das wirklich mega. Es gibt garantiert wieder Sachen, die ich nicht gefunden habe, die mir dann in Kommentare geschrieben werden. Aber ich denke mal, mit der Zeit werden wir dann auch ein paar Sachen noch rausfinden, was sich verbessert hat. Ich habe 15.000 Minus gemacht. Das hat sich verschlechtert auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall für die Mitarbeiter mehr Ruheräume schaffen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Das heißt, wir werden da echt, ich sag mal, die nächste und übernächste Folge eventuell, ich denke mal, oder mache ich dann die nächste Folge Timelapse, dass ich dann überall Mitarbeiter-Ruheräume hinsetzt. Das weiß ich noch nicht genau. Kann ich dir noch nicht genau sagen. Fakt, ach, das Wichtigste. Ich wollte ja noch was ausprobieren. Ah, bevor wir das hier vergessen. Und zwar soll man ja angeblich die Typen hier... Ja. Angeblich die Typen hier ändern können, ne? Also sag mal schnell, die Züge. Wie kriege ich das denn hin? Wartung? Nein. Auslöser? Nein. Betrieb? Eine Achterbahnreihe erstellen, gleiche Priorität, Premium, Pässe, lalala. Warte mal, da machen wir erstmal hohe Priorität, damit wir das beim nächsten Mal nicht vergessen. Dann Prestige. Prestige kann ich gar nichts auswählen. Warum? Weil ich kein Prestige habe bei der Bahn. Okay, aber wenn ich jetzt eine andere Bahn auswähle, ich nehme jetzt mal die einfach. Die hat auch kein Prestige, obwohl die... Ne, obwohl die 4 Sterne hat. Das ist die Black Pearl zum Beispiel. Aber wie kann man denn hier Achterbahntypen ändern? Finanzen, Übersicht, nein. Anpassen. Ah, da, guck mal. Jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. So, da haben wir die Steel Hydra. Dann haben wir hier die Boa. Ach was. Ach was. Rival. Das ist, glaube ich, eine Zigarettenmarke. Ja, das ist ja geil. Steel Hydra Hammer. Was richtig abgefahren wäre, wenn er so einen normalen Coaster darauf setzt, der permanent über Kopf fährt. So. Okay, krummer Gedanke, zu spät schon. Aber das ist geil. Das ist richtig fett. Weil... Dann könnte man jetzt theoretisch hingehen und natürlich andere Züge hinsetzen. Was mega ist, was die ganze Sache nochmal in einer ganz anderen Dimension erscheinen lässt. Ola. Wir werden einiges zu tun haben. Wir müssen jetzt planen, welche Züge wir nehmen und. Ach, der Bahnname. Ah ja, genau, das kann man auch ändern, ne? Habe ich gelesen. WOD-Ride. Man kann die Typen beschriften. Also irgendwie kann man die hier beschriften. Musik, okay, keine Musik. La la la. Rival, Wagenfarbe, Schienenfarbe. Man kann irgendwie... Oder war das jetzt damit gemeint? Man kann irgendwie die Züge benennen. Aber frag mich nicht, wie. Frag mich jetzt nicht, wie. Ich bin jetzt gerade hier alles am Durchgehen. Aber warum? Pass auf, ich gehe nochmal rüber. Warum kann ich hier nicht Prestige auswählen? Guck mal hier, Prestige. Warum kann ich das nicht anklicken? Bei dem anderen auch nicht, obwohl ich da 4,5 Sterne habe.
Testen? Nee. Übersicht? Nee. Kriege ich nicht hin. Anpassen. Ach da. Ey, ich würde den Achterbahnnamen anzeigen lassen. Der ist ja mega. Das ist voll geil. Boah, das ist voll Porno. Ohne Mist. Also ganz ehrlich, dann kann man gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Bahn. Da werden wir uns noch mit beschäftigen in der nächsten Folge. Weil wir brauchen da eine Bahn, die weniger, ja, Sachen benötigt. Wie zum Beispiel, ist ja hier zum Beispiel, da erwarten die Leute, sagen wir mal so eine Bahn, da erwarten die Leute ja, Hochgeschwindigkeit, Thrill, Überschläge und was weiß ich nicht alles. Und wenn wir dann aber so eine Bahn hier zum Beispiel nehmen, da erwarten die das nicht. Da könnte man dann beispielsweise diesen Zug draufsetzen auf diese, ne? Damit man das Gefühl hat, zum Beispiel, man braucht halt nicht so, man steht auch in der Achterbahn, ne? Hast ja bei dieser Bahn, aber die Anforderungen sind nicht so hoch. Verstehst du, wie ich das meine? Dann ist ja die Frage, ob wir eventuell dann doch hingehen und dann hier eine andere Bahn hinsetzen, obwohl ich glaube, das ist schon die Überkopfbahn oder beziehungsweise der Inverted Coaster, der die wenigsten Anforderungen hat, also beziehungsweise die wenigsten, wo am wenigsten erwartet wird, glaube ich. Würde ich glatt behaupten. Außerdem ist sie für jedes Alter geeignet. Ich glaube, die lassen wir. Aber dann können wir nämlich hier irgendwie zum Beispiel, ich sag mal, zum Beispiel die Boa hinsetzen. Ne? Dann setzen wir zwei immer nebeneinander und die lassen wir dann hier durchfahren, durchgleiten. Da können wir natürlich dann viel besser, eine viel höhere Produktivität hätten wir dann hier. Ist ja logisch. Oder mit Rival. Ne, das war dann vier nebeneinander setzen und dann immer nur einen Waggon losschicken. Können wir alles machen. Können wir alles machen. Werden wir aber uns in den nächsten Folgen detaillierter anschauen, weil da werden wir uns wahrscheinlich eine ganze Folge mit beschäftigen müssen. Oder dürfen, eher gesagt. So, auf jeden Fall finde ich das Update, da es ja eh kostenlos ist, hat sich sowas von gelohnt. Vor allem, das ganze Spiel wird nochmal tiefgründiger. Du hast jetzt viel mehr Verantwortung mit Personal. Du hast jetzt Toilettenkontrollen, die du einführen musst. Wer Toiletten kontrolliert, ach, habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Warte mal, da gucken wir mal ganz kurz nach. Bestimmt Hausmeister, ne? Hausmeister. Ich gucke jetzt einfach mal. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hin. Entfernt Müll, Erbrochenes entfernt. Ja, der Hausmeister, Personalgebäude, Vorteil, hä? Verbessert dein Personalgebäude, sodass es einen Bonus bietet, der Mitarbeiter einen Vorteil verschafft, der sich hier ausruht. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall, ich glaube mal, in den nächsten Folgen mit beschäftigen müssen. Aktiver Bonus, Betrieb, Bonus, okay, medizinische Versorgung, Unterhaltung für Personal. Okay, da werden wir uns definitiv, also man kann hier wohl einen Bonus noch einstellen und dann kostet das nochmal extra. Okay. Fühlen sich nicht so schnell unterfordert. Freizeitclub. Jeder Bonus. Ach so. Mitarbeiter mit diesem Bonus werden schneller zufrieden. Lernmaterialien werden ausruhen. Lernen sie mehr über ihre Arbeit, was ihren Trainingsbedarf auf später verschiebt. Okay, die sind eh alle. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall noch mit beschäftigen müssen. Mitarbeiter, die sich hier ausruhen, Energie ein wenig schneller. Aha, ich glaube, diesen Bonus werden wir überall einsetzen. Bestätigen. So, jetzt haben wir unseren Personalraum aufgelevelt. Uhu! Okay, aber ich sag mal, das werden wir in den nächsten Folgen auch noch kennenlernen alles. Wir können hier die Kapazität erhöhen. Okay, wir können bis maximal 10 gehen. Bei 3 kostet das... Was kostet denn im Unterhalt? Das Ding hier. Änderung der Personalkosten abbrechen. Kostet denn? Bonusmaterial, bla bla bla. Monatliche Betriebskosten insgesamt. Da. Monatliche Betriebskosten $225 bei 3. Das heißt, 450 müsste das ja jetzt kosten. Warte mal. 3. Änderung der Betriebskosten 225. Kosten. Warte mal. Machen wir mal kurz bestätigen. Ja, 450. Also geht 1:1 über. Okay. Bestätigen. So. Auf jeden Fall geht das 1:1 über, das ist gut. Dann können wir nämlich eventuell sogar mehr Raum für die Leute da schaffen. Obwohl es dann gemütlich wird, wenn wir dann hier 10 Leute reinpacken. So, auf jeden Fall gehe ich wieder rüber. So, dann
mache ich das Fenster zu. So. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich möchte noch einmal Danke an Planet Coaster auch sagen, weil Planet Coaster hat mir sehr viele Türen geöffnet. Ne? Die Türen auch zum Beispiel zu dir. Planet Coaster bietet mir immer wieder Abwechslung, immer wieder Neues. Planet Coaster bringt mich zum Lachen, zum Weinen, ne? Wenn ich zum Beispiel markiere. bereitet mir aber jeden Tag, das ist kein Witz, jeden Tag Freude. Und ich habe jeden Tag wirklich Freude an diesem Spiel. Und das hatte ich, glaube ich, noch nie über so einen langen Zeitraum. Ich spiele das ja jetzt mittlerweile über ein Jahr. Auch schon vor dem Geburtstag habe ich das gespielt. Also bevor das ne, veröffentlicht wurde, habe ich das ja schon gespielt. Ich habe das ja schon in der Alpha gespielt. Und ganz ehrlich, es ist noch kein Ende in Sicht für mich. In meiner Sichtweise. Also für mich kann Planet Coaster ewig weitergehen. Wird es auch. Es wird noch sehr, 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 sehr lange gehen. Und ich glaube auch, dass Planet Coaster in den Kinderschuhen noch steckt. Soll jetzt nicht negativ klingen, weil man sieht, was die immer wieder da rausholen, immer wieder an Potenzial ausschöpfen. Und das ist Planet Coaster. Planet Coaster bietet so viel und ich glaube auch, dass in naher Zukunft oder ferner Zukunft uns noch viel mehr bietet. Ich glaube, dass sie das immer weiterentwickeln werden. Und die haben jetzt wieder einen Riesenschritt vorangemacht mit der Version 1.4. Und wie gesagt, auch wenn es so kleine Updates zwischendurch immer mal kommen, es ist immer grandios, ganz ehrlich. Der Detailgrad, der Umfang, es ist einfach immer ja, sensationell. Und ich bin froh, mir das Spiel gekauft zu haben. Und ich wollte es gar nicht mehr missen. Weil es vereint alles, was ich mache oder mag. Achterbahn, Freizeitparks und Computerspielen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten, was haben wir jetzt, 421. Folge oder so? Also auf jeden Fall über 400 Folgen. Und ich freue mich auf mindestens 5x 400 Folgen, die noch folgen werden. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und nochmal Happy Birthday an Planet Coaster. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.